sind sie die schönsten Stauden des Frühlings und Frühsommers. Sie haben eine sehr lange Geschichte in unseren Gärten und sind dennoch absolut zeitgemäße Gartenpflanzen. Daniel Pfeiffer, Staudengärtner und Geschäftsführer, ist schon seit seiner Lehrzeit von Päonien begeistert und findet, dass sie noch viel häufiger gepflanzt werden könnten. Ich finde Pfingstrosen toll, weil die bringen ganz viele tolle gartenwürdige Eigenschaften mit. Die sind robust, die sind pflegeleicht und mit ihrer vielfältigen, üppigen Blüte das finale Hoch von einem tollen Frühjahr. Eigentlich finde ich, jeder Garten sollte mindestens eine Pfingstrose haben. Natürlich machen vor allem ihre Blüten Päonien so unwiderstehlich. Es gibt einfache und halbgefüllte Formen, die beide eine besonders natürliche Ausstrahlung besitzen. Außerdem sind dicht gefüllte Blüten entstanden und solche japanischen Blütenformen. Bei ihnen besteht die Blütenmitte aus Staubgefäßen, die sich noch nicht ganz zu Blütenblättern umgebildet haben. In unserem Sortiment gibt es viele prächtige Päonienzüchtungen, aber auch puristische Wildarten. Ihre Blüte beginnt Ende April bis Anfang Mai. Bei uns die bekannteste Wildart ist die Päonia officinalis. Von der leiten sich auch die in den Gärten bekannten gefüllten Formen ab. In rosa, weiß und kräftigem Rot ist die Bauernpfingstrose. Und die sind jetzt schon verblüht zur Hochzeit der Pfingstrosen, denn die leiten das Ganze so ein bisschen ein. Und noch früher sind dann die anderen Wildarten, die auch immer mehr Einzug finden in die Sortimente der Gärtnereien, weil sie sich einfach ganz wunderbar eignen für naturnahe Pflanzungen und auch für Pflanzungen mit Steppencharakter. Da gibt es zum Beispiel die Päonia mlokosiewiczi, die hat ein ganz zartes Gelb. Manchmal wird sie auch in Rosa angeboten. Das ist die sehr, sehr frühe. Wir haben weiße Formen und eben Rosa, Rot, Violetttöne. Genau. Und eben in der Regel einfach blühend und dadurch ganz wunderbare Nektar- und Pollenspender. Das hier ist jetzt keine Wildart, auch wenn sie einfach ist. Das ist eine Päonia lactiflora. Die stammen ursprünglich aus China. Das sind Kreuzungen. Und auch die sind, wenn sie nicht ganz stark gefüllt sind, ganz wunderbare, insektenfreundliche Stauden für einen Garten. Die ersten Sorten von Päonia lactiflora kamen schon vor rund 200 Jahren aus China nach Europa. Sie haben widerstandsfähiges Laub und wachsen meist höher als die europäischen Arten. Viele von ihnen duften und sie blühen länger als die europäischen Päonien. Obwohl man es nicht vermutet, Pfingstrosen haben nur wenige Pflegeansprüche. Die Staudenpfingstrosen, die möchten unbedingt einen Platz an der Sonne. Dann blühen sie einfach am besten. Auch von der Standfestigkeit her ist es besser. Dazu ein guter Gartenboden, ruhig ein bisschen tiefgründiger. Und dann ist das meiste schon an Pflege gemacht, weil wirklich gießen soll man sie gar nicht, brauchen sie auch nicht. Die kommen auch gut durch einen eher trockenen Sommer. Bisschen mehr Pflege ist bei den großblumigen und stark gefüllten Sorten notwendig. Da verwenden wir in der Regel Staudenstützen, damit sie nicht auseinanderfallen. Und wenn es mal kräftig reinregnet in die Blüten, dann kann es sinnvoll sein, die feuchten Blütenbälle auszuschneiden, damit, weil das verklebt und kann sonst auf dem Blatt Flecken hinterlassen. Grundsätzlich muss man die verblühten Blüten aber nicht herausschneiden, um die Pflanze zu schonen. Damit kommt die gut zurecht. Im Gegenteil, die Samenstände sind oft sehr attraktiv, auch bei weißen Sorten in der Regel hellgrün, grünlich. Rote Sorten kriegen eher rote Samenstände und das ist dann auch nochmal ganz Schmuck und sieht gut aus. Getopfte Päonien kann man zwischen März und November pflanzen. Empfehlenswert ist es aber, die Stauden zwischen September und November in die Erde zu setzen, als wurzelnackte Rhizome. Das Pflanzen in ihrer Ruhephase schont die Pfingstrosen. Ein paar Besonderheiten sollte man berücksichtigen. Beim Pflanzen von Pfingstrosen ist vor allen Dingen wichtig, dass sie nicht zu tief gesetzt werden. Das heißt,
Man setzt die Pflanze so, dass die Augen ganz knapp mit Erde bedeckt sind. Man kann bis zu einer Daumenbreite tief setzen, aber lieber noch ein bisschen höher, denn in der Regel setzt sich das Ganze beim Angießen mit der Zeit noch ein bisschen ab und dann passt es genau richtig. Das ist wichtig, weil die Pfingstrose sonst eher blühfaul ist und an den Stielen auch eher ein bisschen Fäulnis gefährdet ist. Wenn die Pfingstrose jetzt im Garten einen schönen Platz gefunden hat, dann sollte man sie dort am besten einfach in Ruhe anwachsen lassen. Denn die wächst hier über Jahre, Jahrzehnte zu ihrer ganzen Pracht und möchte eigentlich nicht groß im Boden berührt werden. Soll es doch mal notwendig sein, dass man die Pfingstrose umsetzen muss, dann empfehlen wir, dass man sie gleich ein bisschen teilt. Das heißt, ich nehme einfach Teile weg, setze neu. Das erhöht nochmal die Blühfreudigkeit nach dem Umsetzen. Die Teilung von Päonien macht man idealerweise ab September, ab Herbst, wenn man sieht, dass die Pflanze anfängt, ihr Laub einzuziehen. Dann geht sie in eine Ruhephase und es ist am schonendsten für die Pfingstrose, sie aufzunehmen, zu versetzen oder zu teilen. Und wenn die Pflanze dann schon kräftige Augen angelegt hat, dann wird sie auch nach der Teilung aus diesen Augen im Folgejahr schön blühen. Übrigens gibt es unter den Päonien auch Arten, die als Strauch wachsen. Sie stammen aus Asien und besitzen unter anderem sehr große Blüten. Von ihnen haben wir auch einige im Sortiment. Unser Hauptaugenmerk liegt aber natürlich auf den Staudenpäonien und den sogenannten intersektionellen Päonien. Hier haben wir jetzt eine intersektionelle Päonie. Das ist eine Pfingstrosengruppe, die ist noch relativ neu. Das ist eine Kreuzung aus Baum- und Staudenpfingstrosen. Und die bringen jetzt noch mal ganz tolle Eigenschaften mit. Obendrauf, sage ich mal. Und zwar sind sie durch den holzigen Anteil von den Baumpfingstrosen sehr standfest. Die brauchen also keine Stütze hier bei uns. Und das Laub ist sehr gesund. Auch bis ganz spät ins Jahr sieht die Pflanze das Laub einfach ganz gesund, vital aus. Und auch überhaupt keine Pflege notwendig. Und die intersektionellen Pfingstrosen, die haben jetzt auch noch mal ganz spannende Farben mitgebracht, vor allem Gelb und auch Farbspiele in den Blüten haben hier noch mal Einzug gehalten ins Pfingstrosensortiment. Man sieht auch hier, dass die intersektionellen Pfingstrosen nicht auf einen Schlag blühen, sondern so ein bisschen sanft nacheinander. Wir haben also Blüten, die sind gerade richtig schön geöffnet. Wir haben Verblüte, wir haben aber auch noch ganz knospige. Und das macht es ja auch ein bisschen unempfindlicher gegen starke Mai- und Juni-Regen, die einem dann mal die Freude an der Pfingstrosenblüte verderben könnte. Und spät im Herbst, wenn auch die Pfingstrose dann anfängt einzuziehen, dann schneidet man sie wie die anderen Staudenpfingstrosen relativ knapp über dem Boden, vielleicht eine Handbreit runter. Und im Folgejahr treibt sie von unten wieder aus und wird noch schöner als vorher. Auch von den intersektionellen Päonien haben wir eine ganze Anzahl im Sortiment. Aber egal, ob intersektionelle Pfingstrosen oder Staudenpäonien, sie alle benötigen Nährstoffe. Damit ich jetzt lange Freude habe mit der Pfingstrose und die Pfingstrose gut versorgt ist, empfiehlt sich im Frühjahr eine gute Gabe Kompost anzubringen. Oder wenn ich jetzt so ein stattliches Exemplar habe wie hier, dann kann man auch nochmal mit ein bisschen Horn, Schafwolle oder auch einem organischen Volldünger ein bisschen nachhelfen. Aber bei den Pfingstrosen gilt, weniger Dünger ist mehr. Ja, die ziehen wirklich viel Kraft wieder mit in den Boden ein. Also sparsam sein. Es gilt vor allen Dingen für die Wildarten. Die möchten wirklich ganz wenig Nährstoff, lieber nährstoffarm, sonst fallen sie auseinander und das wollen wir ja nicht. Genau, und dann wird die Pflanze ganz von selber jedes Jahr so schön wie hier. Wer möchte, kombiniert verschiedene Arten und Sorten so, dass von Ende April bis in den Juni hinein immer einige Pfingstrosen blühen. Schließlich gibt es früh-, mittel- und spätblühende Sorten.
Ihre Stiele eignen sich auch sehr gut für den Schnitt. Aber so attraktiv die Blüten in der Vase auch sind, am schönsten blühen Pfingstrosen natürlich draußen, zusammen mit anderen Stauden und in ihrer ganzen Fülle. Mindestens eine von ihnen sollte vielleicht wirklich in jedem Garten wachsen.